Die absolute Stille. Ja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Grand Theft Auto 3. Ich fange hier immer gleich an. Also, ich hier die Variation da vorne dran. Probiere hier ein bisschen reinzubringen. Letzte Aufnahmefolge. Ja, war glaube ich eine Folge, die wir letztens aufgenommen haben, beziehungsweise ich. Haben wir die Mission geschafft? Ich bin immer noch beeindruckt. Oh, Timer nicht gestartet, jetzt habe ich ihn gestartet. Ich würde sagen, wir probieren einfach. Alter. What the fuck ist eben passiert? Das muss ich mir nochmal in der Aufnahme ansehen. Also. Aber nein, heute lasse ich mich nicht aus der Stimmung bringen. Denn wir haben, wie schon erwähnt, letzte Folge die Mission meisterhaft gelöst. Naja, was heißt meisterhaft? Aber wir haben es ja irgendwie nach 10 Versuchen dann doch noch irgendwann mal geschafft. Und ja, bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh drum. Nein, 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 nein. Oh. Alter, Alter, jetzt. Oh, 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 ist das eklig. So, wir fahren einfach zum Casino. Ja, genau, zum Casino. Die Mission hat mir nämlich auch gefällt. Ich probiere die jetzt einfach mal. Falls wir die nicht schaffen, dann gehen wir gleich wieder zum Ray, also zu diesem korrupten Cop da auf der Toilette im Central Park. Da, wo man sich als Cop gerne rumtreibt. Auf öffentlichen Toiletten, auch schön. Und ja, probieren es einfach. Ich nehme jetzt wahrscheinlich wieder nur eine Folge auf. Ist aber für euch in dem Sinne eigentlich auch uninteressant bzw. unwichtig, weil ihr jeden Tag eine Folge kommt und ich ziemlich weit raus produziert habe. Wie schon gesagt, ich denke, ich werde das komplette Projekt schon fertig haben, bevor es überhaupt rauskommt. Also, bevor es auf YouTube rauskommt, werde ich wahrscheinlich schon das komplette Projekt aufgenommen haben. Ist natürlich nicht ganz so praktisch, weil man da nicht so auf die Zuschauer eingehen kann, aber es ist aus Zeitgründen sehr praktisch, also weil ich dann quasi das sind ja dann ein Haufen Folgen, also wie schon gesagt, Let's Play geht schon noch ein bisschen, aber das sind dann wirklich ein Haufen Folgen, die man dann hätte, wenn man fertig ist, beziehungsweise habe ich jetzt schon einen Haufen Folgen und es ist einfach ein riesen Zeitersparnis, als wenn ich das irgendwie so halbwegs live aufnehmen würde, beziehungsweise im ersten paar Tage davor. Aber wir starten erstmal die Mission. Der Jamaika Deal. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yardi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive. Der Chinese am Ausrasten, der Kleine. Okay. So, jetzt aber gehen wir mal los. Wir brauchen einen Yardi-Wagen. Den haben wir schon gefunden gehabt. Ich weiß, wie er aussieht. Ich muss ihn jetzt nur noch suchen gehen. Ist jetzt wieder eine Frage der Zeit. Ich fahre jetzt einfach hier mal ein bisschen rum. Und gehe einfach mal davon aus, dass ich früher oder später einen finden werde. Den erkenne ich übrigens daran, da Leopardenfell, also der hat quasi als Innenbezug auf den Sitzen hat er quasi Leopardenfell. Klingt ein bisschen komisch, aber daher kann man ihn sehr gut identifizieren. Das heißt, wir fahren jetzt, wir müssen zum Newsport. Da fahren ganz viele von denen immer rum. Ich muss hier trotzdem mal mein Auge offen halten. In the Nave. Ich weiß immer noch nicht den Text. Ich wollte mir unbedingt den Text auswendig lernen. Ach, verdammte Schascha. Oh. Die Bullen. Ich werde gerade beschossen, aber das ist ja nichts Neues. Okay, wir suchen weiter nach einem Chardi-Wagen. Hatte ich aber auch letztes Mal, als ich die Mission quasi das erste Mal probiert hatte und den Wagen nicht gefunden habe, habe ich da auch gar nicht darauf geachtet, also dass der Chardi-Wagen heißt. Ich hab da irgendwie die ganze Zeit nach Jadewagen gesucht. Was auch etwas bescheuert war. Letztes Mal haben wir den auf dieser einen Brücke da gefunden. Ich fahr da jetzt einfach hin, eher. Ihr wisst ja, was ich zu tun habe. Boah, die Bremsen von dem Wagen sind noch richtig im Arsch. Jetzt muss ich einfach nach dem richtigen Wagen Ausschau halten.
Entschuldigung, falls das nicht ganz so spannend ist. Mann, komm schon. Ich wollte mir noch ein paar Waffen davor holen. Genau, das hatte ich jetzt auch ganz verdrängt. Ach, ich wollte mich doch erkundigen, wo ich eine Schutzweste herkriege. Und dann mit einer Schutzweste und einer Bazooka die Mission starten. Genau, weil die recht schwierig war, soweit ich weiß. Ach ja, das habe ich jetzt komplett vergessen. Das erkennt man besser, wenn man den entgegenfährt. Das war, glaube ich, eine Limo. Sie, ne? Nicht das zum Trinken. Ja, meine Witze sind heute wieder meisterhaft. Jadi. Charlie. Ich glaube, ich war ja einmal im Kreis um die ganze Stadt rum. Finden wir ja nichts. Mann! Jetzt komm schon! Nö, ich bin nicht verzweifelt oder so. What the hell? Newsport, das bringt nichts, wenn wir hier außen rumfahren. Ja, in der Navy. Du mich auch. Ich brauche Beatford Point. Wir müssen einfach Newsport finden. Bisschen schade, dass man hier die Karte nicht ausklappen kann. Die da unten links, wie schon gesagt, ich bin davon ausgegangen. Oder beziehungsweise ich habe es mir irgendwie gedacht, dass das gehen würde. Aber geht nicht, leider. Ich glaube, erst ab dem nächsten Teil in Vice City dürfte das Ganze gehen. Also da scheint doch ein paar Neuerungen dann noch mehr dazu zu sein, also Vice City. Newsport. Da ist einer, da müsste einer sein. Ist das einer? Yeah. Moment, der hat nur ein gelbes Dach. Ich glaube, das ist keiner. Nee. Schade. Okay, aber hier in Newsport sind wir richtig. Die müssten hier... Meine Stimme. Die müssten hier eigentlich recht häufig rumfahren. Esperanto sind wir jetzt wieder. Inwiefern ist ein Newsport? Ist hier ein Newsport? Wir waren doch eben Newsport. Das irgendwie. Es wäre dann gleich wieder draußen gewesen. Vielleicht hier rechts. Oder geradeaus. Moment. Doch, Newsport ist hier. Okay. Ach, das ist hier am Ammo Nation. Ist der Newsport. Ist ja aber schon ziemlich oft lang gefahren. Okay, hier soll angeblich irgendwo einer sein. Wir haben gerade einen Menschen überfahren. Ist ja wunderprächtig. Na komm schon. Schön, ne? Wir haben irgendwie jetzt schon wieder die... Den Großteil... Da! Wir haben schon wieder den Großteil der Folge verbraucht. Okay. Da haben wir einen. Ich sag doch, an diesem Felder erkenntlich gemacht. Tun. Hole deinen Kontaktmann ab. Le Kontaktmann ist da drüben. Haben wir überhaupt Waffen dabei? Das ist jetzt sehr schlau loszufahren, möchte ich anmerken. Verdammt. Egal, probieren wir es nächstes Mal. Ich weiß, wegen was sind wir letztes Mal gestorben bei der Mission? Ich glaube, wir wurden echt radikal abgeknallt, wenn ich das so sagen darf. Na gut, okay, das war jetzt nicht irgendwie schlimm. Radikal in... Ja. Okay. So, komm ran, du Arsch. Yeah! Ach ja, genau, wir mussten so diesen Treffpunkt und da haben sie uns dann fertig gemacht. Ah, ja, jetzt weiß ich es wieder. Moment, ich check mal kurz die Waffen. Ich habe keine Waffen dabei. Yay! Ist echt cool, was mein Wagen so kann. Man kann aber echt mega hüpfen. Ich finde das richtig nice. Das muss man den Wagen lassen. Der ist cool. Jetzt müssen wir müssen zur Ammunition. Sorry Leute, aber ich habe gar keine Waffen, weil ich durch irgendwas vorhin gestorben bin. Am Anfang der Folge, wir erinnern uns. Bin schon gespannt, was da genau passiert ist. Wie schon gesagt, ich gucke mir das dann später nochmal an. Hier fahren sie, glaube ich, auch öfter rum, die... Ja, dies. Ammunition. Ach Gott, komme ich da so schnell hin? Egal, komm, wir probieren es wenigstens. Wenn die Folge nicht viel passiert, dann tut mir das auch wiederum leid, aber... Passiert manchmal. Ja, jetzt hatte ich keine Ahnung, was ich sagen wollte. Wow. What the fucking hell. Das drückt es, glaube ich, gut aus, was ich gerade gedacht habe. Wir müssen kurz zur Ammunition. Ich beeile mich, das müsste... Das ist doch irgendwo hier, oder? Ich muss mich mal kurz an der Karte orientieren. Orientieren. So, haben wir Zeitbegrenzung? Nee. So, hier ist er schon.
Und ich habe mal wieder die Sounds von meinem Handy nicht ausgestellt. Das war jetzt nur die Batterie. Ja, die Batterie scheint jedes Mal leer zu gehen. Wo bleibst der Wagen? Ist der Typ immer noch da? Ja, okay. Einmal die da. Einmal die da. Ne, ich noch mehr Geld will ich. Ach, jetzt ist er auch drin. Hahaha. Okay. So, hätten wir. Danke, mein Guter. Alter, hoffentlich kommt der jetzt raus. Moment. So, kurz die Kamera. Da ist er. Moment, Moment. Der backt da drin rum. Das ist aber schön. Moment, Moment. Vielleicht kriege ich ihn noch raus. Alter, komm ran. Oh nee, ey. Sag mir nicht, dass der da... Warte, warte, warte. Jetzt backt der die... Jetzt backt der hier echt drin rum, oder was? Moment, das krieg ich hin. Ja, ja, kommt da raus. Oh! Hier lang, du Spongo. Entschuldigung. Ja, ja. Was haben wir alles dabei? Eine Faust. Mann, ist mein eigener... So, jetzt aber. Wenn du jetzt nicht rauskommst, dann bist du... Moment, Alter, da... Ja, er ist draußen. Okay, super. Super, okay, wir werden gleich verhaftet. Verdammte Scheiße. Oh Gott. Steig ein, Typ. Steig ein. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Alter. Kurz. Okay. Ja, ist ja toll gelaufen mal wieder. Es war einfach eine meisterhafte Mission und wir fahren sofort zu Ray. Dass wir wenigstens diese Aufnahme irgendwas Neues erlebt haben. Es tut mir leid, aber... Halt. Irgendwas, ne? Mir fällt einfach nichts mehr ein. Ihr kennt meine üblichen Entschuldigungen. Ich bin halt scheiße und so. Wow. Wow. Ja, okay. Jetzt sind wir richtig. Aber ist ja auch eher weniger Zeit zum Aufnehmen, daher... Naja, mache ich mal zwischendurch immer solche Aufnahmen. Wie schon gesagt, es werden auch öfters mal Aufnahmen kommen, wo ich halt immer nur eine Folge mache, wie jetzt. Und da passiert dann halt eher weniger. Weil in so einer längeren Aufnahme da... What the hell? Alter, diese ganzen Bugs hier. Brennende Beweise. Hallo? Hier ist der Toilettenschnüffler. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both gonna do pretty well out of this, kid. Ist ja gut, mein Freund. Okay. Darf ich sagen, wird nicht lang gefackelt. Hahaha. Wir schnappen uns einen Wagen. Wagen. Müssen aufpassen, dass hier keine Bullen vorbeikommen. Wobei die Chancen eher schlecht. Und oder? Ja, okay, super. Ich hatte ja diese eine Pechaufnahme, oder, ja, ich hatte ja mehrere von diesen Aufnahmen, wo ich dann echt kein bisschen weitergekommen bin. Da haben mich dann schon ein bisschen frustriert. Da hatte ich echt die ganze Zeit Pech, wurde ich sofort von den Bullen verhaftet. Also, ihr wisst es ja selber. War jetzt vielleicht nicht der schnellste Wagen, den wir hätten wählen können. Yeah, Vollgas, she's on fire. Hahaha. Alter, ja, genau. Ja, mach halt eine Komplettwendung, du Arsch. Na, aber sieht nach einer spannenden Verfolgungsjagd aus, ja. Komm, komm, komm. Was? Warte, warte, warte. Hä? Ich nehme an, ich habe jetzt abgefailt. Das ist natürlich sehr gut. So, kurz am Auge gekratzt. Ja, ich lasse mich mal kurz erschießen. Moment, Moment. Warte, oder verhaften. Ja, dann knall mich halt ab, du Arschloch.
So, ich hatte nämlich ehrlich, jetzt, ehrlich gesagt jetzt keinen Bock, die erstmal loszuwerden. Es dauert nämlich immer so lange. Da verlieren wir lieber ein bisschen Geld für die Krankenhauskosten. Ist mir auch Schnuppe. Und ich würde sagen, wir probieren es gleich nochmal und schnappen uns dann einen besseren Wagen. Ja, komm, einmal probieren wir es noch. Ich habe ja die Folgen jetzt immer so schön in Zeit gehalten. Bin ich selber beeindruckt von mir. Aber es ist so schwierig, weil bei GTA kannst du ja nicht einfach aufhören zwischendrin. Ich meine, da hast du halt Missionen und da kann es halt mal passieren, dass du ein bisschen früher fertig bist. Oder halt ein bisschen später, wenn du noch mittendrin steckst. Also in der Mission. Ich brabbel mich heute auch wieder dumm und dämlich. Dumm und dümmer. Yeah! Muss ich das echt jeder Aufnahme schaffen, dass ich den Wagen auf den Rücken drehe? What the hell, da waren Menschen? Achso, naja, okay. Sie sind alle tot! Okay. Yeah! Oh, ein Leben verloren. Das ist kritisch, das ist kritisch, Leute. Ja, okay. Das betone ich jetzt nicht. Brennende Beweise. Wo ist denn hier ein Ding? Wo ist denn hier ein Ding? Ja, auch sehr schön. Ich hole mir jetzt mal einen schnelleren Wagen. Man sieht es aus der Entfernung, sind die Wagen auch noch nicht richtig geladen. Jetzt erst. Da, das ist schon mal auf jeden Fall ein schnellerer. Wobei die Lichteffekte schon echt nice sind, muss man sagen. Ah ja, ich habe euch vor, das ist schon einige Folgen her, da habe ich euch sogar eine Fehlinformation gegeben. Und zwar war jetzt mein eigenes Unwissen, bezieht sich darauf, auf die PC-Version. Und wie schon gesagt, es kam ja zuerst für die PS2 raus, dann für den PC und irgendwann mal ganz später für die Xbox. Die Sache ist die, ich hatte erzählt, dass die PC-Version besser aussieht, was auch bei den meisten Spielen nun mal der Fall ist, aber bei GTA nicht. Das heißt, GTA 3 sieht auf der PlayStation 2 wirklich besser aus. Ja. Also, ich bin eigentlich auch, ehrlich gesagt, ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass es halt auf dem PC besser aussieht, was ja eigentlich praktisch bei jedem Spiel so ist, aber scheint wirklich auf der PlayStation 2 doch etwas besser auszusehen. Es ist natürlich kein Riesenunterschied. Dürfte ja wohl... What the fuck? Wo sind die hingefahren? Moment, Moment, Moment. Die will ich nicht loswerden. Nein, 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 nein! Huh! What the fuck? Oh, $140, nice. 1 Grad Drehung. Und was für eine Landung. Okay. Yeah! Nein, 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 ich muss den anhalten. Na, nein! Und die Bullen. Ja, toll, ein Päckchen liegt jetzt schon weit hinter uns. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder die Mission abfällen, wenn ich das richtig sehe. Und! Mann, jetzt stopp doch, du Arschloch. Entschuldigung. Also manchmal geht's mit mir durch. Ich merke schon. Ah, Mann. Ist echt nervig, dass die anderen auch immer einen besseren Wagen haben. Ist das nicht unfair? Okay. Alter, ich krieg den nicht. Okay. Alles ist cool. Ah, ich habe keine Wagen. Alter, ich bin doch behindert. Nein! Oh, jetzt hätte ich so schön auf ihn ballern können, ich Depp. Okay. No problemo. Poffer, wo, ja, okay. Ich fange jetzt hier nicht mit irgendwelchen Fremdsprachen an, die ich meine beherrschen zu können. Oh Mann, ey, jetzt haben wir wieder so einen Scheißwagen am Hals. Immer schön, dass unsere Wagen immer zuerst anfangen zu brennen, egal was ist. Aber nun gut. Klar, die Gegner müssen natürlich auch eine bestimmte Herausforderung. Okay, der hat eine Totalwendung gemacht. Die Gegner müssen natürlich auch eine gewisse Herausforderung bieten. Ja, 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 ja. Ja, ja, komm, 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 komm. Jetzt richtig in den. Oh Mann, dass ich jetzt keine Waffe habe. Das ist so verdammt ärgerlich. Wird der Typ eigentlich auch verfolgt? Ach du heilige Scheiße. Ja, die Fotos werden sich sicher verteilen. Wenn sie hier unter Wasser landen im Wagen. Das haben wir aber
Alter, jetzt haben wir aber ganz schön viel Kohle verloren. Nee, 300. Nee, okay, ich habe mich eben verguckt. Ich dachte irgendwie, wir wären gerade unter 300.000 gelandet. Ja, würde ich sagen, war es das jetzt trotzdem mit der Folge? Jetzt schaffe ich es aber auch nicht mehr in der Zeit nach Hause. Ich brauche einen Wagen, komm schon. Oh Mann. Nach Hause. Ja, wie schon gesagt. Das war's dann für heute. Würde gerne noch mehr aufnehmen, aber habt nicht so viel Zeit. Behaupte ich jetzt einfach mal. Natürlich habe ich unendlich viel Zeit. Ich bin ja YouTube. Ich bin ja reich. Scheiße. Das kommt davon, wenn man Lügen verbreitet. Nein! What the fuck? Ja, die Folge konnten wir leider nicht unter 20 Minuten halten. Finde ich jetzt irgendwie doch ein bisschen... Alter. What the... Okay. Ja, ist schon genug für mich heute. Ja, würde ich sagen, nächste... Dings, nächste Tutentun. Nächstes Mal probieren wir die Mission nochmal. Die war eigentlich ganz nice. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.